Mac Podcast. Hello and welcome to our Connect Podcast. My name is Lennart Holtkemper from Connect, and today's episode we are recording at the Connect Conference 2022 in Dresden. Like in the last years, the Connect Conference is all about 5G, digitalization, Open RAN, the future of mobile networks, and furthermore, fixed line and broadband are important topics. Over 2 days, we have invited our top-notch speakers to join us in the podcast studio and interviewed them about their topics and wishes for the development of the industry. We will publish the interviews in several episodes and you can find them all here on our channel. So feel free to browse and now let's get started. Herzlich willkommen bei uns auf der Connect Conference. Könnten Sie sich kurz selbst einmal introducen sozusagen, uns erzählen, wer Sie sind und woher Sie kommen? Ja, mein Name ist Jürgen von Kutschkowski. Ich bin 1990 zu D2 Mandelsmann gekommen, kurz nachdem die erste Lizenz erteilt wurde, damals auf GSM-Basis. Ich habe den Vertrieb aufgebaut. Es hat sich nachher herausgestellt, dass das einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren war im Wettbewerb mit dem ehemaligen Monopolisten. Wir waren wirklich gut drauf und immer ein Tick schneller und ein Tick bunter, ein Tick frischer. Etwas, was man damals ja gar nicht kannte. Ein Wettbewerb in der Telekommunikation fand ja gar nicht statt. Und das war nun das erste Mal, dass da ein frischer Wind kam, erinnere ich mich gut. Und wir waren wirklich sehr erfolgreich, haben nach wenigen Monaten bereits 100.000 Kunden gehabt, erinnere ich mich gut. 1994, also 4 Jahre, habe ich den Vertrieb aufgebaut als Geschäftsführer. 92 sind wir dann in den kommerziellen Betrieb gegangen. Und 94 habe ich den Vorstandsvorsitz übernommen, den ich bis zum Jahre 2005, also 11 Jahre, innehatte. Eine damals sehr bewegende Zeit, aber ich sage mal, langweilig gegenüber dem, was jetzt in wenigen Jahren passiert. Wenn Sie das jetzt so sehen, diese 30 Jahre Entwicklung auch des Mobilfunks, und Sie sagen, ja, die letzten Jahre waren eigentlich noch bewegender vielleicht als die 20 Jahre davor. Was löst das in Ihnen aus? Ich glaube, das ist schwer zu vergleichen. Wir waren, ich meine, gemessen an dem, was jetzt heute stattfindet, war das wirklich langweilig. Aber es war damals nicht langweilig, weil es das erste Mal das Experiment gemacht wurde, Telekommunikation, ein Teil der Telekommunikation in private Hände zu geben, also raus aus dem Monopol, was sicherlich ein hohes Risiko war, denn das war verbunden mit Milliarden Investitionen. Das war sicherlich ein unternehmerischer Husarenritt, der am Ende hoch erfolgreich war. Also von dem Kribbeligen war es, glaube ich, damals mehr. Heute schwimmt man auf einer Erfolgswelle. Man weiß weitestgehend, wo die Reise hingeht, zumindest in den nächsten 12 Monaten. Man kann das gut fortschreiben. Wir konnten nichts fortschreiben und wir hatten keine Bezugspunkte, außer dem, was wir uns mal in der Bewerbung vorgenommen haben. Also ich sag mal, von dem unternehmerischen Kitzel und dem unternehmerischen Risiko war das damals schon eine große Nummer. Nicht technologisch, aber auch technologisch. GSM war ein neuer Standard. Wir hatten ja dann auch keine Endgeräte. Es war alles neu, auch wenn es aus heutiger Sicht ganz triviale Technik war. Ja, rückblickend ist das ja oft so. Ja. Für Sie persönlich, was bedeutet 5G für Sie? Also 5G, was verbinden Sie damit? Ja, ich sag mal, gut, für mich ist das eine Fortschreibung. Ich habe nun alle Generationen mitgemacht, mit GSM, 2G, dann 3G, UMTS. Ich erinnere mich noch an die Ausschreibung, das war im Jahr 2000.
die in einem Wahnsinns Preis geendet ist. Ich erinnere mich, wir haben damals 8 Milliarden Euro, 16 Milliarden D-Mark bezahlt für diese Lizenz, haben Geschäftspläne gemacht mit Annahmen, wo wir gesagt haben, mein lieber Mann, wie soll das gut gehen, um überhaupt eine Rechtfertigung für solche Preise zu kriegen. Aber es war damals ganz klar, man musste eine Anschlusslizenz UMTS bekommen und da waren ja auch ein Haufen neue Wettbewerber, Finanzstarke, das war schon ein Risiko. Sonst wäre die GSM-Story eine Ending-Story geworden. Mhm. Insofern waren wir dazu verurteilt, einfach Erfolg zu haben. So, das war das eine. Dann ging es in 4G über und jetzt nahtlos in 5G und die Rhythmen werden immer kürzer. Das wird einem schon fast schwindelig. Ja, das wenn man so überlegt, wann 5G so das erste Mal ins Gespräch kam und dann hatte ich so das Gefühl, dass es sich ein bisschen zieht mit der Entwicklung, aber mittlerweile, denke mal auch gerade so die letzten 2 Jahre, hat es nochmal rasant an Fahrt aufgenommen und heute hatten wir auch schon im Podcast die Kollegen, die darüber sprechen, jetzt geht es nicht mehr rein um die Technologie, sondern um die Anwendungsfälle, um das Ökosystem. Was machen wir jetzt mit dieser Technologie? Und so meinten sie, wird es dann auch mit 6G wahrscheinlich dann irgendwann. Also ich sag mal, die Rhythmen von Generation zu Generation, die werden immer kürzer. Und natürlich, auch damals haben wir schon im Zusammenhang mit UMTS über Anwendungen gesprochen. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, solche Umsätze sich in den Pläne zu schreiben. Aber von schnellem Internet, das kannten wir alles damals gar nicht. Also das Rad dreht sich immer schneller und jetzt höre ich seit einiger Zeit, dass 5G ist ein alter Hut, 6G muss es sein. Also wo das hinführt, kluge Leute werden da schon die Vision haben. Also es ist spannend. Ja. Es ist spannend. Ich bin ja auch heute noch im Aufsichtsrat und bekomme damit natürlich hochverdichtet auf oberstem Level mit, wieso die Entwicklungen gehen, ohne nun wirklich im Detail da genau Bescheid zu wissen. Was meinen Sie, was denn so das nächste wird, so die nächsten 1-2 Jahre? Ja. Was finden Sie, was wird wichtig? Ja, also ich sag mal, 5G wird massiv Einzug in der industriellen Welt haben, hat es ja heute schon, wird mehr denn je dort der entscheidende Faktor für Wettbewerbsfähigkeit sein. Und das wird sich fortsetzen. Also das, was wir damals im Kern als Konsumerprodukt mal begonnen haben, ist jetzt natürlich Hochtechnologie im industriellen Bereich. Und das wird weitergehen. Rationalisierung wird ganz vorne stehen und das geht nur damit. Was hat Sie jetzt bewogen, hier auf der Connect Conference zu sein? Ja, ich sagte ja, ich bin ja noch Aufsichtsrat, höre immer wieder Überschriften und diese Dinge und lerne auch, wie da permanent neue Spieler, neue Unternehmen dazukommen, die sich mit bestimmten Themen befassen. Und das ist schon interessant zu sehen, was es da eigentlich alles an neuen Unternehmensnamen gibt, die ich vorher nie gehört habe. Und das hat mich schon mal interessiert, einfach mal ein Gefühl zu kriegen, ohne jetzt da die Details zu verstehen, aber mal ein Gefühl zu kriegen, wie sieht diese Welt eigentlich heute aus und stimmt das überein mit dem, was ich so, sag mal, aus der Ferne mitkriege. Und dann sieht man natürlich immer noch, ich kenne immer noch eine ganze Menge Leute, das ist dann schon auch ein bisschen Family. Quasi wie ein großes Klassentreffen in der Technologiebranche. Ja, spannend. Gut. Ich sag mal, das ganze Thema ist sicherlich ein Jahrhundertereignis, ja. Das wird es so nicht wiedergeben. Weiß man nicht, ja. Mal gucken, was noch kommt. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß auf der Connect Conference. Danke. Viele schöne Eindrücke, viel Wissen, neues Wissen, aktuelle Technologien und ja. Danke, welche haben.